Glück auf, wir bündeln weiterhin unsere Kräfte gemeinsam mit Mittelerzgebirgsfernsehen. Darum hier auf ErzTV jetzt wieder Megional von MEF aus Marienberg. ErzTV Kompakt aus Bayerfeld dann für alle Erzgebirge am Donnerstag und Freitag. Abend zu den Nachrichten hier im Programm beim Mittelerzgebirgsfernsehen. Glück auf zu Megional heute am Mittwoch, den 15. April. Und guten Abend an die Zuschauer vom Kabeljournal. Ja, auch heute begrüßen wir Sie wieder aus dem Regional-TV-Studio in Marienberg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir beginnen wieder mit den aktuellen Zahlen zur Corona-Lage. Stand gestern Abend 18 Uhr waren bei uns im Sendegebiet 419 Personen nachweislich mit Covid-19 infiziert. In unserem Sendegebiet, also innerhalb der Kreisgrenzen des ehemaligen Erzgebirgskreises, ist die Zahl auf 43 angestiegen. Trotzdem wird dieser Anstieg positiv bewertet. Leider ist die Zahl der Todesopfer, die in Verbindung mit Covid-19 stehen, auf 27 gestiegen. Für Deutschland sehen die Zahlen wie folgt aus. Stand heute Mittag war es laut Johns Hopkins Universität 132.210 Infizierte und es gibt insgesamt 3.495 Tote. Die Kurve flacht weiter ab. Laut Robert-Koch-Institut ist mehr als die Hälfte der Corona-Infizierten in Deutschland wieder genesen. Was das für eventuelle Lockerungen der Maßnahmen bedeutet, das klären wir weitestgehend morgen hier in den Nachrichten. Ja, und zum Start in den gestrigen Tag, da fielen noch Flocken. Und es mutete wieder leicht winterlich an. Heute Morgen blieb uns das erspart und so nach und nach wird es wieder wärmer und vor allem frühlingshafter. Doch steigende Temperaturen animieren auch kleine gemeine Parasiten dazu, sich ans Werk zu machen. Gemeint ist die Zecke oder auch Holzbock genannt. Im Jahr 2018 wurde neben den Landkreisen Bautzen und Zwickau auch der Erzgebirgskreis durch das Robert-Koch-Institut als FSME-Risikogebiet eingestuft. Die kleinen Krabbler halten sich bevorzugt auf bodennahen Pflanzen auf. Um aktiv zu werden, benötigen sie Temperaturen über 7 Grad Celsius und eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 80%. Man findet sie aber eben nicht nur in Parks und in Wäldern, sondern auch im eigenen Garten. Und die Zecken, die wandern mehrere Stunden auf dem Körper entlang, bis sie dann eine Stelle gefunden haben, die sie bevorzugen. Und das sind Körperpartien, die dünnhäutig und feucht sind, wie zum Beispiel Kniekehlen, Leistenbeuge, Achselhöhlen bis hin zum Haaransatz. Deshalb sollte das Absuchen des Körpers nach Zecken wieder als eine Art Ritual in den eigenen Tagesablauf integriert werden. Ja, und um sich die Tierchen vom Leib zu halten, kann auch der Einsatz von sogenannten Repellenzien sinnvoll sein. Und auch die Zeckenschutzimpfung hat ihre Berechtigung. Grundsätzlich gilt jedoch, beim Aufenthalt im Freien möglichst viel Hautfläche mit Textilien zu bedecken, um es den Zecken ja von Anfang an schon mal ein bisschen zu erschweren. Doch nicht immer sind Parasiten der Grund, weshalb Wanderwege und ganze Waldgebiete gemieden werden. Im Zwönitzer Ortsteil Brünlos zum Beispiel war es eine stark befahrene Staatsstraße, die das gefahrlose Überqueren und damit den Aufenthalt im angrenzenden Wandergebiet Heiliges Holz stark behindert hat. Ein zumeist sonniges Osterfest 2020 liegt hinter uns. Die Schattenseite: das Kontaktverbot. So nutzte man die Gelegenheiten zum Wandern und Radfahren vor der eigenen Haustür. Am Autobahnzubringer S258 hat sich am Abzweig zum Zwönitzer Ortsteil Brünlos in den letzten Wochen für Fußgänger einiges getan. Aufgrund des mild verlaufenden Winters konnten hier die Bauarbeiten an der Fußgängerbedarfsampel in Richtung Heiliges Holz und nach Brünlos frühzeitig wieder aufgenommen werden. Das Ganze zur Freude der Nutzer, denn die Ampel funktioniert nun in beide Richtungen. Alle Zeichen stehen auf Grün. Ja, es hat ganz gut funktioniert. Also kamen ein paar Autos, ja, da können wir wenigstens mal über die Straße. Und sagt ihr das aus wie als Steuerverschwendung oder nicht? Nee, sag ich nicht direkt zu. Es war nur ein bisschen mit der Baustelle, ein bisschen ärger verbunden, sag ich mal. Aber dadurch, dass jetzt eh unten gesperrt ist, ist das alles halb so wild.
Also doch keine Verschwendung. Damit auch kein Eintrag ins Schwarzbuch für Steuerverschwendungen. Denn einige können sich bis heute nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass diese Ampel eine Notwendigkeit war. Denn im Zuge des Ausbaus der S258 wurden alle Wege ins nahegelegene Heiligeholz gekappt. Und auch die Bürgerinitiative, die für diese Bedarfsampel gekämpft hat, sieht sich nun am Ziel. Das hat sich schon gelohnt. Seit 2015 kämpfen wir hier drum, einen Übergang, einen gefahrlosen Übergang für die Fußgänger zu erreichen. Und nun ist endlich der Punkt gekommen, wo wir sagen, das funktioniert alles, die Ampel klappt, die Wege sind herrlich asphaltiert und das haben wir dem milden Winter zu verdanken, dass die fleißigen Bauarbeiter hier schon so weit gekommen sind. Eigentlich war es geplant, das erst im Mai zu eröffnen, aber eine offizielle Eröffnung steht ja nun irgendwann mal noch bevor. Wir probieren das hier schon mal heimlich und es versuchen viele Brunnloser, diesen Weg schon zu gehen. Für mich ist das wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag ein Geschenk für unseren Ort, der unsere Freiheit in Richtung Westen endlich wieder mal ermöglicht, dass wir hier in das Heilige Holz kommen. Eine Gegend, die Brunnloser wahrscheinlich kaum noch kennen, weil sie sich nie hier drüber getraut haben, über diese Straße. Danke an alle, die uns das ermöglicht haben und die hier an unseren Vorhaben geglaubt haben und das unterstützt haben. Danke, danke, danke. Am Ende haben sich der Kampf und die Beharrlichkeit der Bürgerinitiative ausgezahlt. Auch wenn man seitens des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr anfangs wohl auf Zeit spielte. Doch die ständigen Nachfragen der Bürgerinitiative über den Bearbeitungsstand haben am Ende sicher so genervt, dass es hier kein Zurück mehr geben konnte. Nun steht die Bedarfsampel und funktioniert. Sie bietet auch all jenen eine gefahrlose Überquerung der vielbefahrenen Straße, die Naherholung am Heiligen Teich und im Heiligen Holz suchen oder die Wanderwege nach Brünnlos nutzen möchten. Fragt man die Nutzer, wie sie diese Errungenschaft sehen, bekommt man immer die gleiche Antwort. Super. Und wir haben das den Herrn Jan Decker zu verdanken. Genau. Und deswegen wären wir den Weg auch Jan Decker Weg. Weil ohne den hätten wir das nicht gekriegt. Hätten wir das gar nicht, der hat das eingerührt eigentlich damals. Er ist leider verstorben. Mhm. Ja. Auch wenn der Initiator, Jan Decker, das Ende der Bauarbeiten nicht mehr erleben durfte, so bleibt die Hoffnung und der Wunsch der Anwohner, dass dieser Weg nach ihm benannt wird. Jan Decker Weg. Ob es dazu wieder einer Bürgerinitiative bedarf, um das umzusetzen, sei erst einmal dahingestellt. Noch sind die Bauarbeiten nicht ganz abgeschlossen, auch wenn die Ampel ihren Dienst aufgenommen hat. An den neuen Wegen sind einige Restarbeiten zu verrichten. Aber das bisherige Ergebnis ist lobenswert. Und da viele sich ja in Zeiten der Corona-Krise vermehrt an der frischen Luft und damit auch in der Natur bewegen, noch ein kurzer Hinweis vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Infolge des warmtrockenen Wetters und des beginnenden Laubaustriebes der Bäume ist die Bodenoberfläche im Wald stark ausgetrocknet. Ja, eine Schneeschmelze fehlte in diesem Jahr weitestgehend und auch das bisschen Niederschlag im ersten Jahresquartal reichte nicht wirklich aus. Die Unterböden seien bis in eine Tiefe von 2 Metern stark ausgetrocknet. Die massiven Waldschäden der vergangenen 2 Jahre führen darüber hinaus zu einer erheblichen Brandlast. Und Waldbrände werden in den meisten Fällen durch fahrlässiges Verhalten verursacht. Rauchen ist ja im Wald ganzjährig verboten. Der Umgang mit offenem Feuer im Wald oder in der Nähe von 100 Metern, wie zum Beispiel beim Grillen, bei Lagerfeuern oder beim Verbrennen von Gartenabfällen, ist grundsätzlich zum Schutz des Waldes untersagt. Auch aufgeheizte Katalysatoren von abgestellten Fahrzeugen auf trockenen Bodenvegetationen können Waldbrände auslösen. Und dann wären eben solche Bilder wahrscheinlich etwas seltener. Im nun Folgenden möchten wir die Frühjahrsstimmung wieder ein wenig heben und bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich beim Fotoclub Erzgebirge für die tatkräftige Versorgung mit malerischen Bildern aus unserer schönen Heimat. Musik.
Ja, jetzt ist Zeit für Frühjahrsputz in Haus und Garten. Dabei fällt auch Abfall an, der weder in die graue Tonne noch in den gelben Sack gehört und erst recht nicht verbrannt werden darf. Das können beispielsweise sperrige Abfälle sowie Strauch- und Baumschnitt sein. Auch für Elektro- und Elektronikschrott sowie für Energiesparlampen, verbrauchte Batterien und Kleinmengen an Schadstoffen sind die Entsorgungsmöglichkeiten durch die Corona-bedingt geschlossenen Wertstoffhöfe derzeit stark begrenzt. Dennoch besteht die Pflicht, Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. So schmerzlich es für viele sei, die zum Beispiel in beengten Wohnverhältnissen leben, rät das Landesumweltamt, die Abfälle im Haushalt oder im Garten zwischenzulagern und erst dann zu entsorgen, wenn die Wertstoffhöfe wieder öffnen. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, Holz- und Gartenabfälle zu verbrennen oder Abfälle gar in der Natur oder auf öffentlichen Flächen zu entsorgen. Die Stadtverwaltung Marienberg informiert über die Vollsperrung im Ortsteil Satzung, denn seit heute und noch bis voraussichtlich zum Freitag, den 8. Mai, wird die Straße an der Reihe im Ortsteil Satzung im Bereich der Hausnummer 8 bis 12 voll gesperrt sein. Hier erfolgt die Neuverlegung der Trinkwasserleitung. Die Beschilderung vor Ort ist zu beachten. Und damit ein Blick in die Polizeiberichte. Schwarzenberg, Radfahrer gestürzt, hier werden jetzt Zeugen und der Ersthelfer gesucht. Am Donnerstagnachmittag, den 9. April, war ein 68-jähriger Fahrradfahrer zu Sturz gekommen und leicht verletzt worden, nachdem er von einem bisher unbekannten schwarzen PKW überholt wurde. Ein Zeuge half dem gestürzten Radfahrer. Nun sucht die Polizei Zeugen zu diesem Verkehrsunfall in der Karlsbader Straße. Wer kann also Angaben zur Fahrweise des schwarzen PKW bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Und wer ist der Ersthelfer? Unter der Telefonnummer 03771 120 werden Hinweise beim Polizeirevier Aue entgegengenommen. Und auch heute Abend sowie in den Nachtstunden bleibt der Himmel wolkenfrei und sternenklar, die Nachtwerte überall einstellig über Null und der Wind weht ganz leicht mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Süden. Die Thermometer in Eubernhau zeigen über Nacht 3 bis 5 Grad an, in Marienberg ähnlich mit 4 bzw. 5 Grad und in Schopau ruht man bei 2 bis 5 Grad Celsius. Am Donnerstag geht es weiter aufwärts. Mit bis zu 13 Sonnenstunden wird es sehr, sehr schön. Erst gegen Abend schmücken gebietsweise kleine Wolken den Himmel. Das ist aber alles ganz harmlos mit leichtem Wind aus Westen und Tageswerten beispielsweise in Pfaffroda zwischen 7 und 19 Grad Celsius. Die Wolkensteiner Quecksilber zeigen 6 bis 18 Grad an und in Gurnau stehen 4 bis 19 Grad auf dem Tagesplan. Der Ausblick in Richtung Wochenende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Freitag, der präsentiert sich in einem Mix aus Sonne und Wolken bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von um die 35% ist davon auszugehen, dass es trocken bleibt und das bei Tagestemperaturen von 4 bis maximal 15 Grad Celsius und geringem Wind aus Nordwest. Der Samstag dann mit mehr Sonne und weniger Wolken, die dann auch nur zum Tagesbeginn irgendwo den Himmel schmücken. Sonst schlägt die Sonne mit bis zu 13 Arbeitsstunden zu Buche. Dazu gibt es geringen Wind aus Nordost und Tageswerte im Bereich von 1 Grad zum Tagesstart und bis zu 15 Grad als Maxiwert. Einen detaillierteren Blick auf das bevorstehende Wochenende und ob der Sonntag seinem Namen dann alle Ehre macht, das erfahren Sie morgen hier an dieser Stelle. Wir sehen uns also pünktlich zur Donnerstagsausgabe von Regional wieder und bis dahin sehen Sie alle unsere Sendeformate wie den MEF-Wochenrückblick mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten im TV und online zu jeder Zeit auf www.mef-lein.de in unserer Mediathek. Ihnen einen schönen Abend, gute Nacht, bis morgen.